Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 152. Teil meines Comic-Canning Simulator 2018 Let's Plays. Heute möchte ich euch gerne die Restauration des folgenden Schätzchens zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei um den Audi RS5 S5. Ne? Das ist schon krass, also sprich der RS mit 289 PS. Ist ein Sechszylindermotor mit 71.000 Kilometer in einem katastrophalen Zustand, wie man sehen kann. Bezahlt habe ich irgendwas zwischen 10 und, ich meine, 13.000 müssen es gewesen sein. Und ja, wie man sieht, allerhand Arbeit. Hierbei handelt es sich, also zumindest nur hier im Spiel, um einen heckangetriebenen DOHC-Motor. Sechszylinder, wie gesagt. Und wie man sieht, es ist nicht mehr wirklich viel von dem Wagen übrig. Und deswegen würde ich sagen, verstreichen wir keine Zeit mehr und legen sofort los. So, hoch mit dem Schätzelchen. Oh, furchtbar. Der Wagen sieht aus, da blutet mir das Herz echt, wenn ich sowas sehe. Ich muss zugeben, ich bin ein riesiger Audi-Fan. Und deswegen, wenn ich sowas sehe, oh, da könnte ich weinen. So, und... Jawohl, na komm. Gut. Mhm. Soweit, so gut. Ist jetzt alles demontiert. Ja, die Rücksitzbank geht nicht raus. Die muss drinnen bleiben. Ja, ist so. Muss man halt eben akzeptieren. Dann mache ich den Wagen jetzt blank. Genau. Ich zerlege jetzt einfach mal alles. Tutti Kompletti baue ich jetzt aus. Okay. Da haben wir hier die komplette ABS-Einheit. Da hat jemand auf dem Shopplatz sogar anscheinend einen Luftfilter geklaut oder ja, eben ausgebaut. Na komm. Wie man unschwer erkennen kann, hier in meiner Werkstatt wimmelt es nur vor Schrottwagen. Das liegt einfach daran, dass ich auf dem Schrottplatz war und ausgiebig eingekauft habe. Lässt sich ja schwer verstecken, wie man sieht. Und ja, es sind jede Menge Schätzchen dabei. Eigentlich alles nur Schätzchen. Wirklich sehr besondere Fahrzeuge. Aber um die kümmern wir uns ein andermal. Jetzt kommt dieses Schätzchen daran. Der RS5. Halt. Ach, da hängt noch die Lagerschale unten dran. Gut, Lichtmaschine raus. Alles raus. Komm, ab. Mhm. Mhm. Das Ganze. Ah, da hängt noch die Lagerschale oben dran. Die Nockenwellenlagerschale. Hallo. Ah, der Abgasklimmer. Gut. Der ist ja auch noch dran. Wie alle meine Fahrzeuge, wer meine Videos noch nicht kennt, trimme ich natürlich wieder diese, auch dieses Stück hier, also seltene Stück, auf Neuzustand wieder. Das heißt, der Wagen wird komplett auseinandergebaut, entrostet und wieder zusammengebaut und dann lackiert. Umgekehrt geht das nicht, weil der Wagen muss auf Rädern stehen, damit ich ihn in die Lackierkabine reinbewegen kann. Somit muss wenigstens der Wagen insofern rollbar sein, dass ich ihn in die Lackierkabine reinbringe. Okay, so, Axtträger. Gut, gut, gut. Ja, dann hieven wir mal das Schätzchen hoch. Und schauen wir mal, was unten los ist. Hä? Da stand RWD, aber dabei ist es doch ein Allrad. Okay.
Weil in Wirklichkeit ist es ja auch ein Allrad. Aber das wundert mich jetzt, weil... Moment, schauen wir doch mal. Ja, da steht's. RWD. Ja, okay. Anscheinend Fehlinformationen hier im System. Ah, Moment, wo ist jetzt da die... Da hat sie sich versteckt, genau. Gut. So, Kardanwelle muss natürlich auch raus. Sonst kann ich ja das Getriebe nicht demontieren. Sehr schön. Komm. Okay. Alles klar. Ja, los, ne, los. Ach ja, hier die Spurstange. Die hängt noch in der Luft, die muss auch raus. Gut. Jo, jetzt hinten noch das Fahrwerk. Einmal tut die komplette raus. Ja, auch hier haben wir dieses wunderschöne Multilenker-Achsensystem mit den 100.000 Querlenkern. Oh. Beziehungsweise 100.000 Gummilagerbuchsen. Ah, da freue ich mich immer echt. Wie der Fuß auf dem Pilz, echt. Überhaupt nicht. So. Sehr schön. Na. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Sehr schön.
Naja, dauert es jetzt nicht mehr so lange, dann ist auch bald die Hinterachse zerlegt. So, Stabi. Querlenker. Na komm. Hallo. Sehr schön. Okay, wunderbar. Dann. Lassen wir den Wagen wieder runter. Jetzt muss ich nochmal unten drunter kriechen, um die Kurbelwelle rauszuholen. So, und jetzt kann ich dann den Motor runterlassen. Endgültig. So, super. Wir haben jetzt noch einen Restwert von $690. Hey, super. Nicht wirklich viel, aber das macht nichts. Das holen wir wieder nach, beziehungsweise versuchen wir natürlich zu optimieren. Erst der Hebebühne, genau, da musste hin. Und auch der Schweißapparat. Zack. Erst der Hebebühne. So, wunderbar. Ja, dann machen wir mal von innen schön sauber. Wow. Weg damit. Jetzt den Schweißer. Jo, bitte. Hoho. Ah, Moment, so rum. Hallo. Ja, jetzt aber. Was hat denn? Ah ja. Wunderbar. Gut, was sagt er jetzt? Jetzt sind es immerhin 4000, ne? Statt 690, jetzt auf $4000. Sehr schön. Wow, so sieht er toll aus, ha? Coole Sache. Naja. Dann schauen wir jetzt erstmal, was wir mit den ganzen Teilen machen können. Die müssen ja auch wieder geklöppelt werden. Na. Gut, sehr schön. Dann fangen wir jetzt einfach mal an, rückwärts wieder zum Zusammenbauen. Ah, Moment, ich könnte jetzt erstmal gucken mit den ganzen Karosserieteilen, wie es da aussieht. Ich glaube, Motorhaube hat er gar keine gehabt, ne? Nö. Gut. Scheinwerfer auch nicht, meine ich. Nee. Gut. Wie sieht's aus mit Stoßstange? Hatte ich überhaupt was? Tür vorne rechts auch nicht? Nee. Okay. So, die Heckklappe. Ah, wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Vielleicht gibt es ja irgendwie so Special Tuning Sachen. Karosserie. Genau. RS5. Und dann kicken wir mal, was da rauskommt. Aha. Ah ja, da gibt es ja ewig verschiedene Heckklappen, ne? Aha, komplett gecleante. Also ohne Emblem, ne? Ja, da gibt es ja tolle Sachen, ne? Echt. Heide Witzka. Aber wenn er so ist, wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt einfach mal. Welche nehme ich denn? Nehme ich die. Oder hab. Nee, ich nehme gar nichts. Ich habe doch hier Klappe, genau. So. Jawohl. So. Jawohl. So, den Spoiler. Nehme ich auch noch. Hatte ich.
Bin ich jetzt bescheuert. Egal, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich die jetzt eingekauft habe oder nicht. Die Heckscheibe. Seitenscheiben. Okay, Motorhaube. Hiervon nehme ich die C-Variation. Die gefällt mir persönlich jetzt am besten. So, Rücklicht, Heckklappe C. C. Hier auch. C. C. Ja, wenn schon, dann soll ja alles C sein, ne? Soll ja einheitlich aussehen. Ah, jetzt. Jetzt wird's interessant. Die B-Variante. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche drauf war bei dem Wagen. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. So, vorne Stoßstange. Nehme ich diese. Halt, da gibt es irgendwie Black Interior, White Interior. Okay. Das ist jetzt natürlich schwierig. Nehmen wir mal weiß. Das klingt interessant. So. Die Scheibe vorne links. Rechts. Ha! Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Kühlergrille. Ich nehme aber den. Jetzt, wenn ich wüsste, welchen nehme ich denn? Nehme ich den, glaube ich, der schaut cool aus. Aber den nehme ich jetzt auch noch mal mit. Den Grill. Ja, Windschutzscheibe. Typ A. Moment. Wo ist der Unterschied zwischen Typ normalen und Typ A? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal beide. Ich werde es dann herausfinden. Sehen wir dann schon. Gut. Na. Wow. Das sieht ja toll aus. Fällt mir schon mal ganz gut. Wow. Belgium. Ah, nee, den schicken wir nach Deutschland. Und wo er auch herkommt. Oh, nicht Tschechien. Tschechien. Germany, genau. So. Jo. Sieht er jetzt echt heiß aus? Audi Sport. Ich sehe keinen Unterschied. Echt. Ach so, der Schriftzug anscheinend. Alles klar. Das macht jetzt natürlich Sinn. Wow. Sehr wuchtig. Oh. Na. Wunderschön. Echt, gefällt mir ganz, ganz gut. Ja, gucken wir mal den Wert. Hey, immerhin schon knappe 26.000. Das ist jetzt natürlich richtig schön krass gestiegen, der Wert. So mag ich das. Jo. Nee, passt. Gut, Interieur, da muss ich mich später drum kümmern. Jetzt erstmal ist die Technik dran. Moment, so. Genau. Dann bauen wir jetzt mal wieder schön rückwärts
den Wagen zusammen. Kraftstofffilter. ABS und Steuergerät. Gut, sehr gut sogar. Okay, vom Tuner gibt es die nicht, macht nichts. Dann mache ich das so. Wasserpumpe. Alles klar, also vorerst bin ich jetzt hier fast fertig, ne? Genau. Lüfterzarge. Sehr toll. Was sagt der Wert? 37.000. Sehr schön. So lasse ich mir das Ganze eingehen. Hier macht der Wagen eine schöne Wertentwicklung. So mag ich das. So. Genau, Kurbelwelle. Träger. Ach, das geht vom Innenraum, also vom Motorraum besser gesagt. Ganz gut. Ja, wie man sieht, ich benutze natürlich bei jeder Restauration auch immer schön anständig Tuning-Teile. Ich möchte natürlich auch den Wagen noch ein bisschen tunen. 200, glaube ich, 80 PS, ne? Also hat dieser Wagen hier in dem Spiel Serie. Ist eigentlich eine gute Leistung, aber es geht mehr. Mehr schadet nicht von, ja. Mehr ist einfach mehr, würde ich mir sagen. Hallo? Ja, jetzt. Sehr schön. Jetzt spackt ein bisschen der Computer, warum weiß ich nicht. Heute noch. Ey, was hast du denn vor? So. Okay. Anlasser. Hallo? Ist hier jemand?
Jetzt hat der Computer schon wieder so ein bisschen Probleme mit seinen Gummilagerbuchsen. Ist ja furchtbar. So. Oh nein. Ich hoffe, der hat noch jetzt eine neue Gummilagerbuchse. Weil ich sehe gerade eben, dass er Gebrauchte verbauen möchte gleich. Oder? Oh, was ist denn da los, Mensch? Das gibt's doch nicht. Das hat er denn jetzt? Warum spackt der jetzt so herum? Nee. Okay, müssen wir verlöten. So baue ich das nicht zusammen. Genau, ich gehe jetzt einkaufen sofort. Ich brauche Gummilagerboxen, Leute. Oh. Okay, irgendwas stimmt jetzt mit dem Computer nicht. Irgendwas mag er nicht. Es lief so schön schnell und auf einmal... Hey, was ist los hier? Na also. Also ich muss sagen, das gefällt mir jetzt gar nicht, was der Computer macht. Jetzt schaue ich mir das noch ein bisschen an. Aber wenn das jetzt zu lange alles dauert, dann starte ich ihn nochmal neu. Bitte dann um Verständnis. So. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht wieder zu viele nehme, weil es ist alles wieder Ladezeit, was der Computer benötigt. Deswegen in Anführungszeichen nur 40 Stück. Klingt jetzt auf dem ersten Hinhörer nach viel, aber ist gar nicht viel. Weil allein ein Wagen verschluckt ja, ich glaube, bestimmt um die 16 Gummilagerbuchsen ohne weiteres. Ohne weiteres. Hier in diesem Spiel. Ja. Sehr schön. Okay. Ich hoffe und glaube, das sollte jetzt passen. Oder nehme ich noch ein paar kleine auch mit, so 20 wenigstens, dass ich die auch schon mal auf Lager habe. Genau, was ich habe, habe ich. Und muss nicht nachgekauft werden. Na, komm. Hallo. Ja, aber jetzt. Gut. Ja, was macht die Wertentwicklung? Hey, 50.000, super. Was habe ich gesagt? Bezahlt habe ich für den Wagen irgendwas zwischen 11.000 und 13.000, glaube ich, waren es. Und ja, die Wertentwicklung läuft super. Aha. Waren wir... Ah ja, Stoßdämpfer McPherson. Da müsste ich welche hergerichtet haben, weil ich war mal so brav und habe fleißig Fahrwerke hergerichtet. Ja, da sind sie. Sehr schön. Damit es nicht immer so Ewigkeiten dauert, dachte ich mir, richtest mal was her. So, gesagt, getan. Sehr schön. Hallo? Oh. Na, heute noch. So, jetzt habe ich genug Gummilagerbuchsen für die Querlenker. So wollte ich eigentlich sagen. Aber das dauert jetzt schon wieder Ewigkeiten. Oh Mann. Hallo. Es gibt's doch nicht. Was hast du denn gegen mich? Komm, Butter. Komm. Ja, genau. Noch einen kommenden schaffst du jetzt. Gib nicht auf, Mensch.
Komm, ich glaube ganz fest an dich. Das schaffen wir zusammen. Hopp, auf geht's. Komm, 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 komm. Hoppi galoppi, Mensch. Boah, wenn das jetzt so weitergeht, dann drehe ich durch. Echt. So. Mann, das war jetzt ja kriminell, diese Ladezeit, hey. Ist ja unmöglich, echt. So. Boah, sag mal, was ist denn los hier? Hat mein Computer schlecht gegessen oder was ist denn da los? Hey. Ach, das wird jetzt wieder so Ewigkeiten dauern. Achtung, Leute, das ist ja echt furchtbar. Jetzt habe ich noch eine Idee, woran das liegen könnte. Sicher bin ich mir jetzt nicht und das werde ich jetzt dann gleich ausprobieren. Und zwar, ich habe jetzt doch die Werkstatt ziemlich voll geknallt mit Fahrzeugen. Ich tue jetzt mal die anderen Fahrzeuge aufs Parkdeck. Weil ich wage zu behaupten, dass dies irgendwie damit zusammenhängt mit der Rechenleistung. Oder mit der Belastung, sagen wir so, vom Computer. So, was mache ich denn da? Käse. Bewegen, ja. So. Hallo. So, da la. Gut, den auch. Den Ferrari hier. Parkhaus und tschüss. Jetzt den noch. Parkhaus und tschüss. Und? Gut, jetzt schauen wir mal, ob das Ganze wieder so lang, Entschuldigung, so lang dauern wird. Das war jetzt nur so eine Vermutung von mir, dass dies so zusammenhängt. Ach komm, bitte, nerv mich doch nicht. So. Merkt ihr was, Leute? Es geht jetzt ein bisschen schneller. Nicht wirklich erheblich schnell, aber... Oder doch nicht. Leute, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Sorry. Es geht gar nicht schneller. Ah, Mann! Komm. Oh. Furchtbar, echt. So. Ah, noch eine Hammer. Habe ich schon Angst vor der Gummilagerbuchse, weil es jetzt schon wieder so lange dauern wird. Oh Gott, Gott. Echt, der macht das mit Fleiß. Mein Computer blamiert mich immer. Ah, ja, ja. So, endlich. Ich habe schon Angst vor den Querlenkern, echt. Jetzt habe ich schon überlegt, dass ich vielleicht einen Radsatz mir kaufe und ja, dann schauen wir mal, welchen Radsatz der Wagen überhaupt braucht, damit es halt richtig schön knackig sportlich aussieht. Soll ja wuchtig, ne, auch aussehen. Und da bin ich gespannt, ne? Jo, Antriebswelle. Bremssystem. Vorstange hat er drauf, okay. Aber Querlenker fehlt. Und jetzt wird es wieder ein bisschen dauern, Leute. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Ah.
Furchtbar. Ah. Ja, noch einmal. Naja, was lange währt, hält irgendwie am längsten. Oder wie heißt das so schön? Oder gut Ding will Weile haben, oder wie die ganzen Schlaumeier-Sprüche heißen. Hallo, komm, mach hinne. Heute noch, bitte. Hey. So, aber jetzt. Gut. Schön. Ja, dann gucken wir gleich mal nach dem Radsatz, genau. Das wollte ich ja die ganze Zeit schon machen. Felge Derby war drauf, okay. Jetzt weiß ich schon, was ich nicht nehmen werde. 245er Schlappen hat er drauf gehabt, okay. 40er Querschnitt mit 17 Zoll. Naja, nicht besonders wuchtig, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt schaue ich gerade eben so von der Breite. Moment, das weiß ich auch nicht. Ja, oh ja, da geht schon noch ein bisschen was, ne? 245 waren es, ne? Ach, ja, okay, gut. Dann gehe ich gleich mal einkaufen. So. Was nehme ich denn? Ja, was nehme ich denn? Exceder Black. Die könnten cool ausschauen, ha? Huh? Ja, nehmen wir die. Gefällt mir. Viermal Durchmesser. 22 Zoll, 10er Einpresstiefe. Das klingt gut. Machen wir. Zack. Yeah. Okay. Ich nehme jetzt mal Slick-Reifen. Ich glaube nicht, dass ich die unbedingt bei diesem Wagen brauchen werde, weil er wird die 500 PS knacken. Nicht knacken, glaube ich nicht. Aber trotzdem, ich will auf der sicheren Seite sein, damit er nicht auf der Geraden durchdreht. Deswegen machen wir mal hinten schön gepflegte. Nee, mach mal. 305, okay. 20er Querschnitt. Slick Dominator 2x22 Zoll. Und vorne mache ich keine Ahnung, so 275, ne? Hätte ich gesagt, das glaube ich. Oder mach mal 285. Und gut ist, ja. Und dann gehen wir mal schnell pressen. Komm. 285. Ja, genau. Ja, bitte. Ja, schon noch gut aus. Gefällt mir sehr gut sogar. So, jetzt 305er. Jo, einen haben wir noch. Ja, das war's, okay. Na komm. Schauen wir gleich mal. So, was haben wir gesagt? Vorne 285. Boah, wirkt schon wuchtig hier, echt. Wow. Ah, ah, das sieht doch toll aus. Genial. Ja, ich glaube, das war eine richtige Wahl.
So, da sind wir durch, ne? Ja. Okay. Also ich glaube, die 22 Zoll war echt gut. Das war super. Eine sehr gute Wahl. Ey, super. Ganz toll. Wow, das sieht doch so toll aus. Echt. Krass. Haha. Das gefällt mir. Ja. Hinterachse könnte ich wieder drauf klatschen. So. Logischerweise wieder die Kardanwelle. Der Tank mit Pumpe. Jetzt geht schon wieder los mit Gummilagerbuchse. Ah. Merkt ihr was? Also ich merke gar nichts. Absolut gar nichts, ja. Da tut sich nichts. Gar nichts. Nichts. So. Hallo? Oh. Das ist doch echt traurig, oder? Na also, komm. Und nochmal. Komm, das schaffst du. Ich glaube ganz fest an dich. Mach einfach hinne. Ja. Na, na. Komm. Oh, endlich. Mhm. Weiß nicht, kommen da die kleinen Gummilagerbuchsen dran, die müssten ein bisschen schneller gehen. Ja, und es geht sogar ein bisschen schneller, wie man sieht. Beziehungsweise so, wie ich mir es wünschen würde, dass es schneller geht. Ja, klappt. Hat funktioniert zum Glück. Na. Leute, ich glaube, dieser Wagen wird ein gutes Geschäft. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Aber vielleicht täusche ich mich. Bis jetzt hat sich der Wert eigentlich ziemlich schön entwickelt. Ja, Antriebswelle. Jawohl. Jetzt klatsche ich gleich mal das große Rad drauf. 305er, jawohl. Wow. Ey, das sieht doch hammerhart aus, oder? Und 10er Einpresstiefe hat ja auch super gepasst, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ganz ehrlich.
dachte, dass die Räder vielleicht sogar ein bisschen zu groß sein werden. Also da war ich mir schon ziemlich sicher, dass es nicht exakt passen wird. Aber zum Glück, ich habe mich getäuscht. Zum Glück, ja. Bin schon mal gespannt auf die Wertentwicklung. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, sobald ich die große Gummilagerbuchse drin habe. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, wie man sieht. Ja. Aber jetzt gut, jetzt kann ich gucken. Jawohl, 87.000 Leute. Gekauft für irgendwas zwischen 11.000 und 13.000. Und mittlerweile schon fast 90.000. Das ist ein gutes Geschäft. Ich überlege echt ernsthaft, den Wagen zu verkaufen, aber vielleicht hebe ich ihn sogar auf. Schauen wir mal. Weil die 100.000er Marke, die muss er knacken, sonst behalte ich ihn. Hola. Komm jetzt. Heute noch, bitte. Mach hinne. Komm. Na also. Okay, das sieht hier schon mal sehr gut aus. Ich meine, ich bin fertig auf dieser Seite. So, jetzt darf ich mich da drüben auf der anderen Seite abquälen. Ja. Sehr gut. Hilfe. Ja, noch ein bisschen. Dauert das noch? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, echt. Da schläft er einem das Gesäß im Stehen ein, echt. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja, 90.000. Okay, super. Jetzt wird schon noch was. Aber ist nicht einmal der Motor zusammengebaut. Da steckt ja nur der Rumpf drin. Und ja, Kurbelwelle nur. Ne? Sonst fehlt eigentlich noch alles. Nein, 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 das war nicht gut. Moment, nochmal. Habe ich gesehen, da war doch was Gebrauchtes, oder nicht? Hatte ich jetzt einen neuen oder einen gebrauchten? Nein, gebraucht. Ah, jetzt hoffe ich, dass der andere Teller nicht gebraucht war. Moment. Jetzt muss ich kurz die Zustandsliste, die Checkliste, Patientenakte durchgehen. Aber es sieht gut aus. Ja, okay. Passt. Dann kaufe ich nochmal so Federteller. Nochmal einen Satz. Habe ich schon lange nicht mehr eingekauft. Ja, jetzt erstmal Gummilagerbuchse in der Haus, ne? Ja.
hat er denn jetzt? Sehr schön. Ach, noch mal Gummilagerbuchse. Das dauert, Leute. Keine Angst. Da ist noch nichts abgestürzt. Noch nicht. Aber es dauert. Da noch ein kleiner Querlenkerle. Na? Ja, die Gummilagerbuchsen und ich, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Das kann ich gleich sagen. Gut. So, das sieht soweit gut aus. Passt. Läuft. So, was macht die Wertentwicklung? Ja, 100.000 Leute. Also höchstwahrscheinlich wird er verkauft, der Wagen. Boah. Da fehlt ja noch so viel. Also der Wagen ist ja vom fertigen, zusammengebauten Zustand noch so weit entfernt wie der Jupiter von der Erde, ne? So. Nö. Da gehen wir rein. Und zwar brauche ich Feder U. Ha-a. Hallo. Feder Unterlage Ha-a. Jawohl. Nehme ich doch glatt mal 30 Stück. Dann sollte das wieder gut sein. Auch das dauert wieder ein bisschen. Oder? Ja. Ja, Luftfederung. Ach ne, die brauche ich nicht. Oder? Ach, nehme ich mal 4 Stück mit. Keine Ahnung, ob und wann ich die brauchen werde, aber dann habe ich sie wenigstens. Ich muss nicht wieder hin und her schalten. So. Ja, da sind wir falsch. Wir waren Hinterachse. Und zwar irgendwo da hinten. Ach man. Ja, genau. Hallo, Federunterlage heute noch bitte. Okay. Ja, dann würden wir sagen, soweit, so gut. Wir sind hinten fertig. Ja, okay. Sehr schön. Dann lasse ich mal das Schätzchen runter. Wow, der Wagen sieht so cool aus. Ja, jetzt geht es natürlich hier weiter im Motorraum. Ja. So. Ja. Gut. Sehr gut sogar. Ja, diese Ladezeiten heute sind echt. Oh, das geht auf keine Kuhhaut nicht. Echt. Macht mich ganz mürbe, echt.
Na, komm. Komm, das schaffst du. Bitte. Ich glaube ganz, ganz fest an dich. Mach hinne, komm, komm. Ja. Gut. Jawohl, kommt hier, ne? Ich habe jetzt in der letzten Zeit immer vermehrter Sechszylinderfahrzeuge in der Werkstatt, merke ich gerade eben. So komische Serie jetzt momentan, ne? Okay, nehme ich die Standard-Nockenwellen. Die müssen auch raus. Na komm. So, Lagerdeckel. Okay, da gibt es nur Standardklimmer. Auch okay. Warum nicht? Sehr schön. Nein, nicht gut. Aber gleich wieder gut. Ja, jetzt brauche ich noch Zündkerzen, logischerweise. Was ist los hier, Mensch? So. Ja, sieht gut aus. Jetzt kommen die Zündspulen oben rauf. Hallo. Ja. Bin schon mal gespannt, was nun der Wert sagt. Jetzt müssten wir bei ungefähr 101, 102.000 sein, denke ich mal. So, na komm. Hallo. Heute noch? Ja. Aber jetzt. Aha. Ja, dann schauen wir gleich mal. Hey, ich habe mich geirrt. 113.000. Wow. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich super. Und der Wagen ist noch lange nicht fertig. Das ist das nächste, ne? Also ist hier eine sehr, sehr gute Wertsteigerung drin. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh drum. Ja, gibt es auch Restaurationen, die nicht so gut laufen, sprich wo man natürlich nichts verdient oder sogar Geld los wird, ne? Na komm. Sehr gut.
Hallo. Boah, das ist so traurig. Echt, was ist denn los hier? Gut, noch eine Welle. Hier auch noch mal eine. Na. Was mir jetzt gerade eben aufgefallen ist, der Wagen hat keine Auspuffanlage. Komisch. Warum das so ist, keine Ahnung. Aha. Ah. Ah ja, hier die habe ich noch, gut. Habe ich auch nicht. Gut. Hallo, was ist denn los hier? Ui, ich habe keine Zündkerzen mehr. Ja, dann muss ich wieder allerhand einkaufen, hilft nichts. Hey, sehr schön, sehr schön, sehr schön, wunderbar, über 120.000. Das freut mich natürlich riesig. So mag ich das. Haha, ganz gut. Züll V6 Bertha C. Das hier, ne? V6 Bertha. Ja, klingt gut. Nehmen wir mal 10 Stück von. Ah. Ans. Und ja. Ja. Sollte reichen. Oh. Genau. Na? Alles klar. Auf dem Tuner habe ich keinen. Nö, okay. Nehmen wir den hier. Drosselklappe habe ich aber vom Tuner. Genau. Ja. So. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Jo, man glaubt es kaum. Schon langsam aber sicher kommen wir dem Ende entgegen. Das
Ist ja allerhöchste Zeit geworden. Echt, weil das dauert jetzt auch schon wieder über eine Stunde, das Video. Nein, ich habe keinen Zahnriemen. Deswegen muss ich kaufen gehen. So. Okay, sonst kann ich jetzt momentan nichts drauf klatschen. Nö. Gut. Dann gehen wir mal. Keil schimpft er sich hier, ne? V6B. B? B. Oh. Ja, dann nehme ich gleich mal schön gepflegt in aller Ruhe 20 Stück. Oh, lecker, ich liebe Kaffee. Von denen nehme ich auch gleich mal ein paar. Ja. Oh nee, nicht schon wieder. Teile ausgegangen. Noch mal einkaufen. Steuer G. V6 B. Z. Ja. Z. Okay. Und weiter. Na. Ach, der Mustard hätte ich fast vergessen. Nein! Oh, oh Mann! Das war ich doch gerade eben einkaufen. Furchtbar. Ah. Der ist es, ne? Ah, oh, dass es jetzt wieder eine Zeit lang hinhält. Hallo. Okay. Leute, ich glaube, ich habe die Zündkerzen vergessen. Echt? Oh Mann. Jetzt muss ich schon wieder einkaufen gehen. Echt ärgerlich mit mir. Wirklich wahr, Mensch. Das gibt es doch nicht. Hallo. Nö, nö, nö. Ja, ich hab's vergessen. Ai. Zimt. So. Na komm. War jetzt nicht mal 43 Stück. Weil es fehlen noch, glaube ich, 3, oder? Ach, keine Ahnung. Mach mal 45 und gut ist. Oder auch nicht. Das sehe ich dann. Na komm. Hallo. Bitte, heute noch.
soweit sollte es klappen. Na also. Läuft doch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ist, glaube ich, treffend. Aber es sieht gut aus, dass wir jetzt dem Ende wirklich gleich entgegenkommen. Ich muss nur noch unten die Pleuel-Lagerschalen einschrauben, Ölwanne drauf und dann ist eigentlich der Wagen fertig normalerweise. Ja, das sieht ja schon mal super aus, ne? Leute, fast 135.000, hey, das ist ja spitze. Okay, da fehlt natürlich jetzt ein bisschen was. Ölwanne, ja klar, Pleuel-Lagerdeckel, also Lagerschalen, genau, super. Wow, aber echt, der Radsatz steht dem Wagen so genial. So. Wo seid ihr? Hm. Ich glaube, da fehlt noch einer. Und zwar irgendwo hier drinnen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Moment. Ha, da ist er. Da hat er sich versteckt. Super. Ölwanne drauf und gut ist. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Gut. Jetzt nur noch Öl einfüllen. Blop, 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 blop. Boah, super. Alles klar. Dann auf geht's in die Lackierkabine. Dann wollen wir mal das Schätzchen lackieren. So kannst du ja nicht lassen, ne? Geht ja gar nicht. Moment mal. Ah ja, okay, der hat vorne kein Schild. Mann, was macht er denn jetzt? Jawohl. So sieht er original aus. Okay. Fertigung. Jetzt wäre er Silber. Hm. Jetzt wäre er weiß. Weiß schaut doch auch cool aus. Ne? Hatte ich schon mal ein weißes Auto eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Weißt du was? Machen wir mal. Weißmetallic. Matt. Perfekt. Flipflop? Nee. Ich glaube Perfekt. Machen wir Perfekt. Genau. Wow, hey, coole Sache, ne? Ja, jetzt kommt das Interieur dran. Yeah. Oh. So, wieso kann ich jetzt innen nichts machen? Kann mir das irgendeiner verraten, Mensch? Gibt's doch nicht. Was hat er denn jetzt für Probleme? Ah, Moment, da fehlt da was. Jawohl. Aha. Ah. Okay. Nö. Ja. Sport Evo, ne?
Oh, cool aus. Was machen wir denn noch? Nö. Ja. Oder? Ach nee, da hat der Lederausstattung. Moment. Ah, geht ja gar nicht. Also nochmal. Schwarz, Leder. Ja, nehmen wir das. Das sieht gut aus. Ja. Ey, super. Hui, das sieht cool aus. Na? Aha. Sehr schön. Ja, dann auf geht's zum Motorprüfstand. Boah, schaut ja cool aus, der Wagen. Echt, also dieses Weiß steht dem unheimlich gut, finde ich. Wow. Ja, dann machen wir doch gleich mal ein Foto. Moment, so, ne? Ungefähr. Ja. Ja. Wow. Oh ne, zu weit. Zu nah, wollte ich sagen. Ja. Sehr gut. Dann machen wir doch mal einen Check. Jo, bitte. Und los geht's. Und? Oh, super, ey. 420 PS. 45% Steigerung. Das ist ja super. Schön. Echt super. Ganz gut. Schauen wir mal das Getriebe-Setup an. Also der ist jetzt eingestellt auf wie viel? 200? Ich kann es gar nicht erkennen. 76. Ich drehe mal runter auf ungefähr, keine Ahnung, 310 km/h speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine Probefahrt. Wow, da schaut er toll aus, ne? Ja. Und los geht's. Jo, da freue ich mich schon riesig drauf. So, jetzt komm, Baby, auf geht's. Jawohl, und los geht's. Ja, klingt gut. Geht, ne? Jetzt geht ihm so ein bisschen die Puste aus, merke ich. Na? Naja, ist okay. Kann mal lassen, würde ich mal sagen. Das können wir natürlich so lassen. Ja, also ich bin eigentlich so mit dem Ergebnis, muss ich ehrlich zugeben, zufrieden. Klar, von der PS-Zahl hätte natürlich auch etwas mehr sein können, aber es passt. Und jetzt vor allem freue ich mich natürlich wahnsinnig auf den Endwert, wie viel jetzt der Wagen wert sein wird. Weil ich immer noch überlege, was ich machen soll. Soll ich ihn verkaufen oder behalten? Ich tendiere irgendwie zu behalten. Weil er einfach so toll aussieht, der Wagen. Er sieht so wuchtig aus. Einfach traumhaft. Ja, und jetzt würde ich mich natürlich wahnsinnigst freuen, wenn wir endlich wieder zurück in der Werkstatt sind. Aber das kann dauern. Oh, wie irgendwie alles zurzeit hier auf diesem Computer, das gibt's doch nicht echt. Ja, mein Computer ist ein ganz chilliger, der geht alles sehr relaxed an, ne? Ah, oh, furchtbar.
Na. Also ich weiß nicht, ob das heute noch was wird. Ich hoffe schon. Ich muss gleich hiermit anmerken, dass der Computer hier in diesem Ladeprozess bei Car Mechanic noch nicht abgestürzt ist. Also diese Ladezeiten sind leider Gottes bei mir hier Standard. Es dauert immer so lange. Wenn er jetzt abstürzen sollte, dann war das jetzt das erste Mal, dass er ja, hier im Spiel abgestürzt ist. Also hier im Wechsel zwischen Teststrecke und Werkstatt kam bis jetzt noch nie ein Ausfall. Aber das kann sich immer schlagartig ändern. Man steckt im Computer nicht drin, man weiß nicht, was der vorhatte, beziehungsweise was er nicht vorhat. Und deswegen. Oh Gott, ist das furchtbar. Das ist ja echt ätzend. Nee, ist doch nicht normal. Echt, was soll jetzt das? Na, endlich, da sind wir wieder. Dann schauen wir gleich mal zu dem Schmuckstück. Wow, da steht er. Oh, der sieht so wuchtig, so bullig aus. Gefällt mir ganz gut, echt. Alles klar, Stunde der Wahrheit ist gekommen. Lieber Audi RS5, wie viel wert bist du eigentlich? Wow, super, über 150.000. Das heißt, für zwischen 11.000 und 13.000 eingekauft. Verkaufspreis über 150.000 ist ein super, super Geschäft. Aber ich habe mich entschieden, ich werde ihn nicht verkaufen. Ich behalte ihn. Ja, ganz einfach. So ist das. Den stelle ich jetzt mir auf den ersten Stellplatz hin. Auf den zweiten. Ach, stellen wir ihn auf den zweiten. So, da steht das Schmuckstück. Okay, Türen zu, passt. Damit es nicht reinzieht. Ja, das ist er, Leute. Und wie man sieht, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich natürlich auch liebend gerne abonnieren und Glöckchen drücken nicht vergessen, denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues hochgeladen habe. Im nächsten Video, wie ihr gesehen habt, ich habe jede Menge Schrottfahrzeuge noch auf dem Parkdeck stehen. Da kommt auf jeden Fall in Zukunft noch einiges rein und wenn ihr wollt und mögt, können wir gerne das zusammen in Angriff nehmen. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Ja, diesen Mod, den ihr seht, also dieser Audi RS5, gibt es ja serienmäßig nicht für dieses Spiel. Das ist klar, das ist so ein Mod, den man sich runterladen muss. Hierfür den Download-Link hinterlasse ich euch in der Videobeschreibung. Dort müsst ihr einfach nur draufklicken und völlig kostenlos, ohne Registrierung, könnt ihr euch diesen Mod runterladen. Auch an dieser Stelle ein wichtiger Sicherheitshinweis: Bitte macht eine Datensicherung, bevor ihr Mods installiert. Das heißt, alle wichtigen Daten und Spielstände bitte auf dem externen ja, Medium sichern, CD, DVD, Stick, keine Ahnung, was ihr halt so gerne verwendet dafür, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt, denn ich habe gelesen, gehört, dass Mods auch Schwierigkeiten machen könnten, müssen aber nicht. Ich hatte schon mal einen System-Crash beziehungsweise einen Spiele-Crash mit einem Mod, aber zum Glück nochmal neu gestartet und alles war wieder ganz normal. Von daher kann ich jetzt vom Datenverlust nicht mitreden, aber ich kann natürlich auch nicht ausschließen. Also möglich ist natürlich alles in der Computerwelt, deswegen seid da bitte gewappnet und auch gut vorbereitet. Dann werdet ihr auch bestimmt viel Spaß beim Spielen haben. Okay, ich würde sagen, genug der Sicherheitspalaberei. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Also bis dann, ciao, ciao.